So, meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, ob Sie das schon gesehen haben. Aus dem Tide-TV-Studio Hamburg, die goldene Küchenshow. Unfassbar, oder? Heute mit einem amerikanischen Komiker aus Berlin. Drew Portnoy. Was ist da denn los? Man weiß es nicht, ja. So, meine Damen und Herren. Und hier ist das Hamburger Moderationstalent, ja. Der goldene Knieche, ja. Applaus. Rock'n'Roll, Jungs! Deine Kniege Showband! Yeah, wolltest du noch was sagen oder was? Nee. Wolltest du was sagen? Er wollte nichts sagen. Ha. Ja, heute ist bei uns zu Gast Drew Portnoy, ein exzellenter Comedian aus Amerika, ist er ursprünglich. Aber das werden wir gleich erstmal diskutieren. Jetzt werden wir nämlich erstmal Alicia Held sehen. Alicia Held kennen einige Kucker hier schon, Kniechel Kucker so, ne? Alicia Held, ich habe ja immer Alicia gesagt, das ist falsch, ich entschuldige mich, jetzt habe ich sie kennengelernt, sie heißt Alicia. Und Alicia Held ist ja auch eine Comedian, ein weiblicher Comedian, die eher den Witz auf die Rollen legt, die sie spielt, weniger auf die Pointen. Und die Leute, die mittags das Fernsehen anschauen, die kennen bestimmt den Charakter, der hier zu Gast ist bei Alicia Helds WG-Casting. Du interessierst dich also für das Zimmer? Ja, sehr. Also am besten ab jetzt gleich, ne? Also heute oder morgen, das ist überhaupt kein Problem. Also ich könnte auch sofort einziehen, ne? Und mit das Bezahlen, das ist auch okay. Wie viel war das nochmal? 250, ne? Ja. Ja, das ist okay, weil ich kriege ja immer vom Amt pünktlich 867 Euro. Und da kann ich dir das Geld immer pünktlich geben, nicht, dass du denkst oder so, ne? Ja. Weil ich muss so schnell wie möglich weg von da, wo ich wohne. Okay, wieso? Guck mal, ich sag mal so jetzt, ne? Ich wohne noch bei meinem Ex in seine Wohnung. Und ich sag mal jetzt, der will mich jetzt überreden, dass ich noch bei ihm bleib, ne? Aber nix, ey. Bin ich dumm oder was? Ne? Guck mal, zu Hause, ne? Der macht nix, ne? Denkt die ganze Zeit nur in Matze in seine Wohnung drin herum. Oder Matze kommt zu unserer Wohnung und dann spielen die Playstation. Ja, bingo. Dann zieht Matze nie die Schuhe aus, der ganze Dreck kommt drinnen rein und wer darf das sauber machen? Ne, ich dann putze oder was? Sehen die an. Ne, weil Matze seine Freundin kotzt das nämlich auch schon voll an. Ich hab auch schon zu ihm gesagt, so, zu ihr, wir müssen den hier, hier Dings, hier, oh, Dings hier, ein Ultimatum müssen wir den stellen, ne? Ja, geht ja nicht anders, weil ich sehe das nicht mehr ein. Hier, ich reiße mir den Arsch auf und Kevin macht gar nichts. Den hier ein. Ich melde mich dann. Alicia, die mal wieder ihr schauspielerisches Talent unter Beweis gestellt hat. Ja, wenn ihr auch irgendwelche Filme habt, dann schickt sie uns doch. Tide TV, Fach die goldene Knieche Show, Finkenau 35 in 22 081 Hamburg. Wir werden sie dann auch ausstrahlen, wenn wir sie dann für gut befinden. Und wenn ihr euch hier bewerben wollt oder mitmachen wollt, wir sind interaktiv. Ihr könnt uns auch schreiben, was wir hier machen sollen. Vielleicht machen wir das auch. Haben wir schon oft gemacht. Dann schickt uns doch einfach eine E-Mail an bewerbung@kniecheshow.de. So, aber Knieche. Jetzt... Cool. Es tut mir so leid, dass ich letzte Woche einfach deine Sendung gestört habe. Ja. Guck, ihr habt dir sogar Blümchen mitgebracht. Ja, alles danke. Gute heute zur 100. Sendung, wollte ich dir sagen. Jul. Na, ich wüsste das nicht. Jul, wir haben immer noch keine 100. Sendung. Aber wir haben nächste Woche, wir haben heute Folge 99. Nee, das ist auch nicht mehr lustig, Jul. Jul, nee, komm, pass auf, lass das Mikro hier, tut mir leid. Jul, nächste Woche, komm nächste Woche wieder und bring ein Geschenk mit, bitte. So, nächste Woche 100. Folge, ja, Jul, cooler. Cooler Musiker und Schauspieler.
Aber jetzt kommen wir zu einem Comedian. Und zwar ist bei mir zu Gast heute Drew Portnoy. Woo! Portnoy, spreche ich das richtig aus? Portnoy? Yes, perfekt, Portnoy? Yeah. Nee, Portnoy, ja. Portnoy. Ja. Portnoy. Portnoy, ja. Okay, du kommst aus? Ich komme aus Denver ursprünglich, Denver. Ja, Denver Clan. Denver Clan, ja. Da warst du einer von denen, ne? Nee, nicht so, aber mein Lebensstil ist ungefähr so. Okay, ja. Du warst derjenige, der den Leuten da das Geld genau, gegeben hat. Ich war auch so was zu Hause. Ach echt? Der heißt aber Sanders, nicht Sanders. Aber, ach, ist das wirklich wahr? Ja. Sanders heißt der? Sanders, das ist ja... Ja. Ich habe keine Verwandten in den USA. Achso, auch nicht Sanders? Hast du keinen Sanders in der Familie? Ich bedauere. Sanders? Ja, okay. Tundas vielleicht. Ja. Tunde. Kommt Sanders eigentlich von Tunde? Okay, ja. Nein, ist egal. Du, aua! Was denn? Habe ich Ellen gesagt oder kriege ich jetzt für schlechte Witze auch ein? Oh, nee, das wäre zu anstrengend. Oh. Sag mal, steht der oder sitzt der? Ja, das frage ich mich auch immer. Wait, für seine schlechten Witze gibt's was. Für seine schlechte Witze? Warte mal, das hat jetzt gar keinen Verstand. Kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe gesagt, steht der oder sitzt der? Ich kann ja. Das ist eine gute Frage. Ich kann nicht genau sehen von hier. Was? Kannst du nicht genau sehen? Du, und was hat dich denn nach Deutschland verschlagen? Lebst du jetzt hier? Ja, ich lebe in Berlin seit 10 Jahren. Okay. Ich bin vor 10 Jahren nach Berlin gezogen, um Party zu machen. Bin dann aber als Vater geendet. Und deswegen. Ja. Du bist dein Vater geworden und dann konntest du keine Party mehr machen? Nee, nicht wirklich. Das geht. Ich meine, du kannst es probieren. Du kannst mit einem Baby auf dem Arm in eins von diesen überschwemmten Berliner Clubklos gehen, weißt du, und versuchen, von der Waschtheke zu koksen. Aber. Du stellst das Baby erstmal hin. Du hast aber damals in Denver auch schon Stand-up-Comedy gemacht. Nee, ich habe eigentlich vor 2 Jahren habe ich mit Comedy angefangen. Ach, ja. Erst? Ja, ja. Ich dachte, es war ein bisschen mein Midlife-Crisis. Also man guckt mein Midlife-Crisis zu jetzt. Aha. Ich dachte, es ist billiger als ein Porsche und weniger anstrengend als ein 25-Jähriger mit Vaterkomplex. So. Und dann hast du dir gedacht, jetzt will ich mal lustig sein. Genau. Ja. Auf der Bühne. Vielleicht werde ich das irgendwann auch mal. Aber auf der Bühne, das glaube ich nicht. Hör nicht auf ihn. Ja, okay. Man weiß immer noch nicht, ob er steht oder sitzt. Also auf so welche Leute kann man nicht hören. Warte mal, du hast geschlagen und dann habe ich eben gesagt, irgendwas ist hier verkehrt. Ich habe es geahnt. Ach so. Kredit. Man merkt, der macht seinen Job. Ja. So. Und dann, wie bist du denn dazu gekommen, das erste Mal auf der Bühne zu stehen? Das heißt, man braucht ja auch erstmal so Connections, oder? Nee, du brauchst gerade, es gibt da Open Stages, also in Berlin gibt es mehrere, es gibt sogar eine. Ein Theater ist dafür bekannt, 4-mal die Woche, nur Open Stage scheinbar. Open Stage heißt offene Bühne. Ach so, sorry, ja. Yeah. Er hat es nicht so mit Englisch. Offene, Open Stage. Ich verstehe es genauso gut, wenn du es langsam sprichst, okay. Ich weiß es. Ja. Ich kann auch lauter. Weißt du? Ja. Mhm. Nee, die haben Open Stages und dann geht man einfach hin und da hatte ich ein bisschen Erfolg. Und dann war ich bei Quatsch Comedy Club Talentschmiede, die haben so einen Wettbewerb. Wenn du 3-mal unter die ersten 3 kommst, dann kommst du in Jahresfinale. Das habe ich auch geschafft. Boah. Und weiter bin ich nicht gekommen dann. Aber Jahresfinale, Quatsch Comedy Club hier. Die Talentschmiede, die macht ja Cindy von Marzahn. Die hat es früher gemacht, weil sie selber da entdeckt worden. Jetzt macht es, die ist jetzt zu groß dafür. Ach, die passt nicht mehr ins... Sie ist Talent, ja, nicht von... Ach so. Vielleicht, weiß ich nicht, aber... So, wer macht das jetzt? Jens Lehmann ist ein Fahrradfahrer. Ole Lehmann, ja, genau. Macht das jetzt? Aha. Ja, Alicia Held, die eben zu sehen war, die war da auch schon. Die war auch da, ja. Die kennst du? Nee, ich kenne die nicht, weiß das, also man weiß, wer da war. Oft ist das ja so, dass man kennt sie ja so. Die Musiker hier, habe ich gemerkt, der ist ziemlich klein, die Familie, die Musikerszene. Und vielleicht ist das ja auch bei den Comedians so. Ich glaube, wir sind so ein bisschen ortgebunden. Ich kenne die Berliner, ich habe auch Auftritte in Köln gehabt, deswegen kenne ich jetzt die Kölner, aber hier oben... Nicht so. Okay. Ja. Ja, aber jetzt werden. Kennen dich die Hamburger. Genau, jetzt wird's kommen. Und jetzt kommen. Bist du schon mal in Hamburg aufgetreten? Nee, das habe ich vor diesem, im Herbst. Das heißt, das ist, was? Wie, vor diesem Herbst? Hast du das? Ich habe vor in diesem noch? Herbst, ja. Willst du das nochmal? Ich will das. Das heißt, das hier ist dein erster Auftritt. Das ist mein erster Auftritt in Hamburg. Wow. Ja, hier bei uns in der Show. Yeah, das wollten wir doch mal.
genau. So, wir wollen aber auch wissen, ob du gut spielen kannst. Ja, okay. Weil wir wollen Spiele mit dir spielen und da haben wir gedacht, wir machen mal einen Triathlon. Sehe ich aus, als ob ich einen Triathlon machen kann? Die wir machen, ja. Ja, nicht. Also wir machen einen Triathlon und zwar ist das ein Triathlon, der jeweils eine Minute dauert. Das okay. heißt, wir machen eine Minute lang Klorollen reißen. Das heißt, wer den längsten Abriss schafft von einer Klorolle, ne? Wir haben eine Minute Zeit. Abriss! 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 Mit einer Klorolle. Nicht mit Sch. Genau. Ja. So, und dann, genau, wir wollen mal gucken, wer den längsten schafft. Ne? Also Längenvergleich machen wir dann. Okay, okay, ja. Ihr dürft. Das machst du dann. Du testest, wir erklären dann schon mal danach das nächste Spiel. Danach machen wir Erbsen in die Flasche schmeißen, auch eine Minute. Und danach werden wir, was machen wir danach, Sanders? Ach so, Beamten, wie heißt das? Marathon. Beamtenmarathon, knicken, lochen, abheften. Auch eine Minute lang. Das machen wir dann hier am Tisch. Okay. So, die Regeln sind eigentlich ganz einfach, die versteht man durchs Spielen. Wir machen jetzt erstmal, wir fangen erstmal an, die Strafe zu ziehen. Ich bin ja. diese Woche raus aus der Nummer, ne? Du bist jetzt Angst. Hier raus. Die Strafe, der Verlierer heute muss. Na, was ist das denn? Wer ist das eigentlich immer? Wer kommt hier jede Woche her und steckt dieses mit runtergelassene Hose um den Tisch tanzen rein? Das gibt's doch gar nicht. Ich bin dafür. Sowas machen wir nicht. Was sind denn wir hier für einen Sender? Wir sind doch hier. Wir laufen nach 22 Uhr, ist okay. Ach so. Kurzes Gedicht auf Sächsisch und Schwein. Das hatten wir letzte Woche auch schon. Okay, wir machen weiter. Zack, 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 hier. Okay, jemanden aus dem Publikum die Fußnägel schneiden. Also was habt ihr denn hier für... Ja, hier, da wird geklatscht. Was habt ihr denn hier? Also, was denkt ihr denn, was wir hier... Okay, es soll ja auch wirklich eine Strafe sein, ne? Kurzes Gedicht auf Hessisch und Plattdeutsch. Ihr habt echt sehr ähnliche Ideen. Ja. Oder vielleicht macht das die ganze Zeit nur einer und schreibt immer das Gleiche. Was ist das denn? Sven Hinzpeter die Brust rasieren. Glaubst du, der ist nach letzter Woche nochmal hier? Wir hatten, also anscheinend ist der wieder hier, weil das vom Publikum wieder kam. Wir hatten letzte Woche nämlich Sven Hinzpeter den Rücken massieren müssen. Ich glaube, er kommt deswegen hierher. Deswegen kommt er selber. Okay, also. Wir machen dann daraus wieder, wie letzte Woche, Sven Hinzpeter die Brust massieren. Yeah. Ist der Sven Hinzpeter wieder hier? Oh, da ist er ja. Okay. So ein Zufall, dass Sven Hinzpeter wieder da ist. Okay. Also, die heutige Strafe ist Sven Hinzpeter. Du wirst berühmt, wir machen dich berühmt. Sven, wenn das so weitergeht, bekommst du hier einen Massagesessel. Durch massiert werden berühmt. Das, so, dann fangen wir jetzt an. Was machst du denn, wenn der überall rasiert werden soll? Was machen wir? Wenn was? Wenn der überall rasiert werden soll, du machst massieren. Wenn der überall rasiert werden soll und ich mach massieren raus. Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, nächste Woche sind die nicht mehr hier. Die können das nicht abwarten, ihre Feuerwehrvideo zu sehen. Das wird nämlich übernächste Woche hier gezeigt. Und deswegen ist nämlich die ganze Feuerwehr hier schon wieder hier. Oder ist die Feuerwehr hier? Nee, ich glaube doch nicht. Die grölen gar nicht. Ich dachte, also wir ziehen eine Minute lang, oder was? Wir ziehen und eine, wer das eine Minute lang reißen wir. Wer den längsten okay. Abriss schafft. Nee, mein Deutsch nicht so, gut. Entschuldigung. Ich vergesse, du bist ja erst 10 Jahre in Deutschland. Genau, so, okay. Hallo, du bist länger in Deutschland. Sanders, auch nicht. Sanders gibt das Startsignal. Achtung, alle bereit? Ja? Du kannst ja Musik und machen, Wally. Los. Okay. Oh, scheiße. Also das Spiel gefällt mir mal. Warum? Weil ich aus der Nummer komplett raus bin. Ich denke die ganze Zeit an Jans Peters Brust. Also das du meinst Sven Hinzpeter? Ja, weil ich klein David. Ach so, gut, dass du das nochmal sagst. Oh, shit. So eine Minute kann ganz schön lang sein, ne? Ja, das stimmt. Es sind erst 20 Sekunden. Okay. Es sind erst 20 Sekunden? Nein, okay, ich nehme den. Spiel. Ich habe ja noch einen. Wie machst du das denn? Ach so, so. Was denn? Nee, okay, ich bin. Mach's richtig? Ich will nicht diese Brust massieren. Ich musste letzte Woche schon seinen Rücken massieren. Okay. Das ist ein super tolles, lustiges Spiel. Ihr könnt das auf Feiern spielen. Das hat ausgedacht. Wer hat sich das ausgedacht? Hans-Peter. Nee, das war ich nicht. Doch, das warst du. Nein. Das noch 10 Sekunden. Noch 10 Sekunden? Ja, auf einmal geht's so schnell. Ey, ich wollte die ganze Rolle schaffen. Ja, viel Spaß beim Messen. Du kannst das dann mal messen. Aber das kennst du ja, solche langen Sachen zu messen. 1, stopp. Oh, okay, ich muss hier abmachen. Da abmachen. Welche willst du denn? So. Ich will diese hier. Nicht vertauschen. Man, nicht vertauschen. Du hast geübt, ne? Nein, ich habe wirklich das. Ohne Scheiße, ich habe das noch nie gemacht. Wirklich jetzt. So, wir machen schon mal das nächste. Gib das mal Dr. Tief, der misst schon mal in der Zeit. Ist das Dr. Tief oder das? Dr. Tief? Nein, Dr. Tief. Dr. Tief ist der aus der Muppet Show. Nee, deswegen. Genau. Und deswegen haben wir ihn Dr. Tief genannt. Damals. Ja.
Ne? Okay. Ja, Schenkelklopfer, alles klar. Das Wort kennst du schon auf Deutsch, ne? Okay. Ja, nee, ist klar. So, wir machen das nächste Spiel. Dazu brauchen wir mal die Barhocker. Ja. So, wir müssen jetzt hier... Stimmung! Danke. Oh. So, warte mal, dass wir auch die gleichen Abstände haben. Mach mal hier so, so, zack. So, wir müssen jetzt die Erbsen... Ja, wir machen mal so hier. Ne? So, die gleichen Abstände bei. Okay. Anders, vielleicht kannst du das Glas halten in der Mitte. Sehr gern. Wir müssen jetzt eine Minute lang die Dinger da reinwerfen. Mal gucken. Okay, Sanders gibt das Startsignal. Und es geht los. Ja. Kannst du nur das eine Lied? Ja, okay. Bin gleich ein paar. Das ist ein bisschen wie das erste Mal, da habe ich auch nicht gerade am Anfang getroffen. Ist auch schwer. Yeah! Come yeah, on! Yeah, ich habe einen getroffen. Oh. Ist auch nicht so weit. Das ist sehr klein, das Loch. Was? War das Loch da auch sehr klein? Ich weiß gar nicht, worüber du gesprochen hast. Willst du dich wirklich vor Sanders bücken hier? Sanders. Sanders, Sanders, ja. Wie bücken? Achso, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, nein, Sanders ist da sehr, also der ist von der englischen Schule, weißt du? Ja, genau. Komm. Okay, es ist wirklich, ich hab einen und du? Jetzt noch 5 Sekunden. Oh, ich hab 2! Warum krieg ich eigentlich mal keinen Applaus? Hans-Peter, ich komme. 2, 1, wie heißt der Typ? Schluss. Sven. Ah. Ja, nein! Oh. Er hat noch eine. So, guck mal hier. So, wer hat denn vom Klopapier gewonnen? Du. Ich? Ja, yeah, ich hab Klopapier gewonnen. Yeah. Alles und Gute damit. Auch Erbsen werfen. Erbsen werfen habe ich auch gewonnen. Wie, der hat nur eine. Er hat 2. Ich habe 2 getroffen. Ich habe noch eine 2. getroffen. Ich weiß, wen sein Gehalt bezahlt. Wollen wir das so machen, dass wer das nächste Spiel gewinnt, der hat gewonnen? All or nothing. Machen wir das? Yeah. All or nothing, yeah. Genau. Soll ich es übersetzen? Was mit Eulen? Ja, ihr lacht, das ist aber mein Ernst. So. Okay, also machst du mal bitte Platz hier. Oh, so, wir müssen jetzt hier, haben wir die Ordner. So, und immer ein Blatt natürlich nur. Und immer dann auch rein, ne? Genau. Hier so reinheften, auch ein Blatt einzeln. Wo ist der? Guck mal, wir können doch schon mal vorbereiten, oder Sanders? Wir können das doch schon mal aufmachen hier. Ja. Okay, danke. So. Nein, das gilt nicht. Was wie? Nein, das gilt nicht. Was denn? Oh Mann. Das hätte er gar nicht gemerkt. Hast du sowas? Nee. Eine Hilfe. Das heißt, ich muss es knicken. Okay, das heißt, knicken die Hälfte, die Mitte finden. Und das muss auch ordentlich sein. Die Blätter dürfen nicht fallen. Also Ordnung ist das halbe Leben, ne? Genau. Okay. Okay, Sanders? Seid ihr bereit? Ja. Dann geht's los. Okay. Und dann? Was? Knochen? Abheften. Warst du noch nie Beamter? Ich habe noch nie einen Beamter arbeiten sehen. Ach so. Das ist so langweilig, mehr schon. Bitte, wie schneller, mach das mal. Okay, denk dran, es geht um eine Brustmassage. Die Rücken. Brust. Ich bin immer noch für die runtergelassene Hose. Also, ich finde. Ja, ich auch, ist da jemand im Publikum. Da ist nicht viel zu sehen, schätze ich mal. Von mir, oder? So. Ja, okay. Oh, the winning! Ja, nicht so viel sammeln hier. So, pass auf. 10 Sekunden. Oh. Denk an die Brust. 3. Nein! 2. Nein! Warte, warte, ich krieg's nicht rein! Schluss! Oh. Okay. Yeah. Nee. So, klar. Wer hat gewonnen? Gast 1, 2, 3, 4. Ein guter Beamter. Ja, okay, ein guter Beamter. 4 in einer Minute. Ist das Lob? Wenn wir jetzt mal einen richtigen Beamten holen, der kriegt 2. 1. Der wäre schon krank geschrieben. 2, 3, 4. 4? Jedenfalls 4. Was machen wir jetzt? Stechen. Das ist ein Stechen jetzt. Xing Shang Shong. Was? Xing Shang Shong. Stechen. Also Stein, Schere, Papier. Okay. Ohne Brunnen, ohne Echse und ohne Spock. Gerne. So. Okay. Okay. Also. Xing, Shang, Shong. Oh. Xing, Shang, Shong. Oh! Nein. Yeah. Möge bitte Sven Hinzpeter einmal zu mir kommen. Du kennst den Weg, oder?
Du kennst ja den Platz. Du kennst ja den Platz. Ja. Darf ich jetzt den Brust massieren? Wenn ich die Köpfchengröße errate, kriege ich irgendwie. Drew, erzähl doch mal. Oh Gott. Willst du den Rücken? 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 Das muss eine Strafe sein, es tut mir leid. Ich kann da nicht hingucken. Für wen jetzt? Okay. Oh yeah. Lass mich raten, es ist A. Nicht? Achso, ja. Ich habe dich letzte Woche schon gefragt, was die Leute denken, wenn sie einschalten. Drew, erzähl doch mal ein bisschen. Wie gehst du denn an deine Storys ran, die du machst? Ja, die kommst du so auf die Ideen? Nee, ich habe gerade gedacht, vielleicht soll ich aufhören. Einfach, die präsentieren sich selber. Also ich rede viel über meine Kinder. Die sind ja immer da und ein beliebtes Thema. Echt, du schreibst über deine Kinder? Ja. Oh, sind die noch nicht sauer? Papa, warum erzählst du unsere Sachen in der Öffentlichkeit? Nee, die haben es noch nicht gesehen. Also, was? Nee. Nee? Nee. Haben das nicht gesehen? Das haben die auch noch nicht gesehen. Ach so. Das haben die noch nie gesehen. Aua, aber das sind Schmerzen. Was? Ach, das sind Schmerzen. Das soll ja auch eine Strafe sein. Ja, aber so. Yeah. Ach so. Ja, und dann halt über die nicht über die Deutschen, sondern aus mein Leben als Ausländer in Deutschland, würde ich sagen. Willkommen in Deutschland. Darüber sprichst du auch. Ja, ja. Da hast du Probleme. Nee, ich versuche tatsächlich nicht über die Deutsche zu lästern. Ja. Das macht ihr selber besser. Ja, also das machen wir selber, ja. Genau. Aber ich meine, das Leben ist einfach, ich habe einen anderen Sicht, glaube ich, weil ich Außenseiter bin. Weißt du was? Dann lass uns doch einfach mal was hören jetzt. Okay. Hat dein Auftritt einen Titel? Nee, gibt's bei euch gar nicht. Ich habe so ein Solo-Abend, heißt Der Feind ist im Kinderzimmer. Der Feind ist im Kinderzimmer. Ja, genau. Okay, die Band hat sich schon verkrümelt hier, die hat ja schon Platz gemacht, dann geh mal rüber und beglücke uns. Und dich beglücke ich jetzt nicht mehr, du gehst mal wieder bitte auf deinen Platz. Ja, ich danke dir. Drew Portnoy! So, es ist klar, ich kann ziemlich gut Deutsch, aber mit den ganzen Integrationsdiskussionen letztes Jahr habe ich gedacht, ich muss mich besser integrieren. Und deswegen mache ich jetzt im Moment mein Seepferdchen. Und ich mache jetzt auch nicht mehr auf, wenn der GEZ klingelt. Und im Flugzeug nur noch Tomatensaft. Mit Salz und Pfeffer, klar. Aber in einer Sache, da habe ich mich ganz früh integriert, da musste ich mich nicht integrieren. Und das ist, wenn jemand was Doofes vor mir macht, dann gucke ich denjenigen direkt in die Augen und mache so. Aber wie gesagt, ich habe zwei Kinder und durch die Schwangerschaft meiner Frau durfte ich so eine lang ersehnte Fantasie verwirklichen. Und das ist ein Sonntag, befanden wir uns in so einem warmen Zimmer, umrungen von großbusigen Frauen im Vierfüßler. Leider war das kein Swingerclub, das war Geburtsvorbereitung. Und in diesen Geburtsvorbereitungen, da lernst du einen ganz neuen Wortschatz, so ganz neue Wörter auf Deutsch kennen, wie Hebamme oder Nabelschnur oder Kreißsaal, ist aber nicht rund. Oder entbinden. Im Englisch sagt man, you give birth, du schenkst jemandem Leben, aber auf Deutsch sagst du entbinden. Rufst du nicht dafür die ADAC? So, Klaus, nach der Starthilfe, bitte zu Hohenzollern-Darm, da ist ein Peugeot zu entbinden. Ich dachte, der Arzt kommt rein mit so einem Werkzeugkoffer. Entbinden. Oder dann so richtig schöne Wörter wie Mutterkuchen. Magst du ein bisschen Tee mit deinem Mutterkuchen? Oder Muttermund. Muttermund. Für die, die es nicht wissen, ein Muttermund ist das Teil in einer Frau, was das Baby eigentlich reinhält. Und ein Geburt besteht hauptsächlich darin, dass die Muttermund sich langsam öffnet. Aber du sitzt da in diesem Zimmer und die Hebamme sagt ständig Muttermund, 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 Muttermund. Du guckst deine Frau und denkst, du bist Mutter, Muttermund, Muttermund, Muttermund. Und irgendwann mal habe ich gedacht, das Geburt geht so. Muttermund. Oder das beste Begriff, ich hätte sie wahrscheinlich früher kennenlernen müssen, Anti-Baby-Pille. Das ist super. Auf Englisch sagen wir Contraceptive. Das ist Contra vom Latein für gegen und dann Septive für Septive. Aber im Deutsch sagt man Anti-Baby-Pille. Da weiß man sofort, wer der Feind ist. So, und ich bin moderner Vater. Ich wollte Teil des Geburts sein. Und als es damals losging, bin ich mit meiner Frau ins Geburtshaus reingegangen. Das Erste, was sie gemacht hat, ist sich komplett ausgezogen. Sie ist ja deutsch. Und dann
Ja, und dann fängt's an. Und dann merkst du ziemlich schnell als Mann, du hast da nichts zu suchen. Beim Geburt haben die Frauen die Arbeit. Das ist nichts zu tun. Und dann lag meine Frau da und fing an zu schreien wie ein Guantanamo-Häftling. Und dann habe ich gesagt, ich muss was unternehmen, das geht nicht. Ich bin da hingerannt, habe ihr Hand genommen, habe ihr auf die Stirn geküsst, habe gesagt, Baby, das schaffen wir, das schaffen wir. Sie hat mich weggeschoben, hat gesagt, hau ab. Genau so fing diese Scheiß an. Ja, und dann sitze ich da hin, eine nackte Frau vor dir, denkst so, oh, oh, hey, selbst schwanger wurde ich nicht. Ey, Drew, du kannst nicht an Sex denken, während deine Frau deine Kinder auf die Welt bringt. Und das hätte super funktioniert, außer die Hebamme. Das war so eine schnittige 30-jährige, she was 30. Und Hebammen stehen tatsächlich so da während eines Geburts. Und sie hatte so lockere Krankenschwesterklamotten an, ihr Hemd machte so. Und dann saß ich da und dachte so, oh, it's true. Du kannst nicht während des Geburts deines Kindes die Möpsen von, oh doch. Naja, dann ging das Geburt weiter. Irgendwann mal sagte die Hebamme, okay, in 3 Wehen haben wir es geschafft, ist das Kind da. Leider lag sie falsch. Bei der nächsten Wehe kam mein Sohn rausgeschossen. Ich habe erstmal die Hebamme angeguckt. Und dann habe ich gedacht, naja, Politiker kann er immer noch werden. So, ich war Drew Portnoy. Vielen Dank. Drew Portnoy! Applaus, ja. Mal ganz ehrlich. War es so? Es war tatsächlich so. Es war tatsächlich so? Okay, ja, gut. Yeah. Ja, herzliche Grüße an seine Frau zu Hause. Und die Hebamme. Wir sind tatsächlich befreundet jetzt, okay. Die Hebamme. Ach, ihr seid tatsächlich befreundet? Okay, mit der Hebamme jetzt. Gebt ihr auch gerne ihr Telefonnummer, ja. Okay, nächste Woche feiern wir hier sage und schreibe die 100. Goldene Gnichel-Show. Ja, nächste Woche ist es soweit. Und, wer da zu Gast ist, das ist noch eine Überraschung. Aber wir werden vielleicht auch mal klären, wer Jul Cooler ist, den ihr hier immer reingehen sehen habt. Viele kennen ihn ja vielleicht auch schon. Ich würde sagen, schaltet einfach nächste Woche rein, wenn es heißt, die Goldene Gnichel-Show!